Willkommen zu einer neuen Folge von Game Dev Tycoon. Ja, unsere letzte Folge ist nicht so gut verlaufen wie gedacht. Wir sind gerade noch so im Plus. Wir dürfen bis zu minus 200.000 gehen. Ich hau jetzt mein Geld raus. Ich riskiere jetzt alles. Ich researche auf jeden Fall nochmal eine Virtual Pet, der researcht mir meine neue 400.000 kostet das Ding. Gut. Twain, nein, Major. Ah, gut, okay. Major Small. Für Science Fiction auf jeden Fall ein Action Game für na, die neue PlayStation hier mit der Frostbite. Dann nehmen wir Act. Nehmen natürlich die 3D-Grafik, die natürlich nicht so toll ist, aber nehmen dafür dann Multiplayer raus und werden es hoffentlich mal diesmal rumkriegen. Gut, wir haben natürlich schon ein bisschen Hype, wir haben ein Matcher-Game. Ein Level-Editor kommt auf jeden Fall rein, Intelligenz natürlich hoch, Dialoge komplett weg. Ja, dafür nehmen wir Open World, Tag- und Nachtzirkel kann raus, wollte sein, natürlich ein bisschen runter, so, und nehmen reine Rich Backstory, ja, gut. Auf jeden Fall haben wir wieder genug Research Point. Wir sind gerade im Minus und finishen das jetzt ganz schnell, damit wir wieder ins Plus kommen. Wir haben Trend Match, Level Up für die Engine und die Folge kann nicht besser laufen, als mit minus 100.000 im Minus zu stehen. Ich hoffe, das Spiel. Wir lesen das. Ja, okay. Basic Mod, Support Mod, ja, okay. Bitte die Game Review. Bitte eine 10 oder eine 9. Ach, eine 8. Okay. Okay, love it. Ich habe vergessen, glaube Marketing. Eine 9, ja. Und eine 8. Das ist gut. Great Kombination. Wir sind bankrott. Wir kriegen nochmal 500.000 und nehmen, investieren das natürlich. Oh, was haben wir jetzt? Ja, wir kriegen den neuen Computer. Wir, Rang 15. Was wir ganz schnell machen mit dem Geld. Wir machen sofort G3-Training. Ja, okay. Ich möchte jetzt keine G3-Training, weil ich das jetzt nicht. New Custom Engine. Wir nehmen natürlich die V3 dazu, die V2 weg. Game Engine 4. Nee, wir nehmen das Game Engine New. Nennen wir das Brainstorm Story, Video Playback, Maus, Joystick, Charakterprozession, Easter Eggs, Minigames, ja. Okay, machen jetzt alles zusammen rein. Ich weiß, es haut jetzt einiges rein, aber
Dadurch, dass man jetzt so viele Leute haben, wie gesagt, wir schaffen das. Wir schaffen das, wir schaffen das. Ja, natürlich wieder genug Research-Punkte, Matcher. Child Act ist vom Markt. Kriegt man natürlich jetzt kein Geld mehr rein jetzt. Das ist nämlich jetzt das Problem. Komplett. Ja. Dev2Cloud will ich jetzt nicht. Ein Everyone, ein Military Action Game für Matcher. Miliz nenne ich das. Für den PC, dafür die neue GameView Engine. Dann nehme ich die natürlich die neue 3D-Grafiken. Nimm den Multiplayer rein, nimm die simplen Cutscenes. Dafür die Maus und den Gamepad. Nimm natürlich ein bisschen was von der Story-Quest weg. Bisschen so viel. Nee, warte mal. So viel. Und nehmt was für die Engine. Genau. Auf jeden Fall. Ja, ein Hype haben wir auch schon. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht im Minus landen. Wir nehmen auf jeden Fall noch einen kleinen Easter Egg rein. Dialoge brauchen wir nicht. Artifizielle Intelligenz reicht eigentlich. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht im Minus rutsche. Marketing kann ich mir nicht leisten. Auf jeden Fall. Ja, ich bin im Minus. Das war nicht abzusehen. Sonnen ein bisschen runter, wird es sein, habe ich auch. Gut. Auf jeden Fall, bitte, bitte, bitte. Gut, geht nicht. Bugs raus, Bugs raus, Bugs. Und raus damit. Gut, okay, ich mach. Hier ist wieder. Ich bin wieder da. Sorry für eine kurze Unterbrechung. Aber ich kam einen Anruf rein. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, auf die Reviews. Okay. Wir sind. Bankrott. Wir starten nochmal das Level neu. Wir sind ja nochmal da, wo wir gewesen sind. Wir machen gleich ein Sequel nehmen wir hier eins von den erfolgreichen Spielen hier. Burst zum Beispiel. Burst 2, Everyone Rising, PC für die Frostbite, 3D-Grafiken, Rising Simulationsspiel, ja, auf jeden Fall, so, mit Steering Wheel, Stories und Quest brauchen wir nicht, brauchen wir eine lineare Story, Safe Game, ja. Multiplayer auf jeden Fall. Gut. Wir haben jetzt wieder ein paar Millionen. Ja. Ah ja, wir wollten ja noch eine Engine noch zusammen. Dialoge. Brauchen wir nicht. Level Editor. Ah. Na gut, Level Editor. Na gut, da kann man eigene Rennstrecken machen. Das finde ich auch nicht so schlecht. Ich wollte jetzt eigentlich noch Tag und Nacht. Rich Backstory. Bilddesign so ein bisschen hoch. Bisschen Sound hoch. Auf jeden Fall ein bisschen Marketing. 150. Damit das Spiel ganz gut ankommt. Burst. Und die ganzen Bugs weg. Und finish.
Also, ich musste doch zum Glück nicht von vorne anfangen. Das Spiel läuft richtig, richtig grässlich. Dafür haben wir wieder einen neuen Rekord. Weltdesign, Grafik, 3D-Grafik 2.2. Da gibt es ja die neuere Version. Ist vom Markt, 1,2 Millionen. Burst 2 scheint sehr gut zu laufen. Ja, eine 10. Ich sag's euch, Leute. Ey, wenn ich das. Also Racing Games. Mein Stil. Ja. Ich habe jetzt auch Quit 2. Und ja. Oh. Leute. Ich weiß nicht. Jetzt haben wir den. Jetzt haben wir das Ruder rumgerissen. Alter. 1,4 Millionen. Wir nehmen gleich eine Custom Engine. Custom. Nee, wir researchen erstmal. Wir researchen erstmal. V2. Gott, dann nehme ich schon 400.000. Das Spiel bringt richtig was rein. Ich hätte gleich das Medium machen müssen. Okay, können wir noch was researchen? 35, 40, 55, Mod Support. Mod Support kann man noch machen. Die M-Box ist released. Wir können ein Sequel machen. Was haben wir noch so an Sequel? Was war denn ganz am Anfang? Racing Simulation, Battle Earth, Space Adventure, 6,75. Militärsimulation für Venture. Finde ich nicht schlecht. Aber Militärsimulation. Eine Custom Engine. New, wir nehmen die V3 statt die V2, die V das. Master die Charakter Protection, Easter Eggs, Minigames. Kostet einiges. Ich riskiere es noch. Hat sich normalisiert. Nein. Oh, Leute, Decrypt. Delete, will ich nicht. Dann bekomme ich wieder ins Minus und fange dann wieder von vorne an. Ach Mann. Ach, das ärgert mich. Ich spiele viel zu leichtgläubig. Ich mache jetzt gleich ein neues Spiel für Military Simulation für Everyone PC
die Game New, nämlich nenne ich Miliz, ich nehme Matcher, ich nehme dafür die neue 3D-Grafik, bin aber im Minus, nehme dafür die Maus und den Gamepad und ja, Story, Simulation brauchen wir nicht. Multiplayer, ja. Safe Game, ja. Game over. Ich bin bankrott. Aber ich starte nochmal neu. Ich versuche nochmal. Diesmal haue ich nicht das ganze Geld raus. Diesmal mache ich ein neues Sequel mit dem erfolgreichen Burst. Burst. Burst 2 für Matcher, Medium Racing für das, Frostbite, 3D-Grafiken, ja. Ja, Leute, Versuch über Versuch. Och Mann, das ärgert mich. Ich komme da nicht raus. Aber wie gesagt, Safe Game. Lineare Story brauchen wir eigentlich auch nicht. Das Steering Wheel und Gamepad auf jeden Fall. Da brauchen wir ein bisschen mehr Engine. Technik, wer ist denn Technik am besten? Ich natürlich. Engine und vom Design am zweitbesten ist die. Genau. Marketing, Magazine auf jeden Fall ein bisschen. Wir nehmen die Betterlinken besseren Dialoge raus. Level Editor, ja. Dann nehmen wir die Technik. Die Katie nehmen wir für die Dialoge und mich für das. Genau. Auf jeden Fall. So, Sound. Tag-Nacht-Zirkel. Da brauchen wir das Wohldesign so ein bisschen höher. Genau. Weltdesign, Design, 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 kann die machen. Sound mache ich. Ein bisschen weniger. Genau. Und nehme den Check für den Long. Genau. Leute, ich habe das Gefühl, das Spiel, das wird ein Renner. Wenn nicht, ist Game Dev Tycoon nicht nur mein Ding. Ich meine, Tycoon-Spiele liebe ich. Ich wirklich. Nochmal 142 Research-Punkte. So, ein Bug raus. Hier haben wir nämlich einen Rekord wieder. Trendmatch. Good Management. Oh, Leute, ich bin. Das scheint jetzt richtig gut anzugehen. Burst 2 scheint, oh ja, gut in oberen zu kommen.
Den hatte ich auf. Und ich habe vor allen Dingen auf Medium, also vor der 10. 8, 8, 8 und eine 10. Was kommt denn dann da raus? Oh, Platz 6. Ja. Technologisch. Ja. Auf jeden Fall immer noch ein Sieg will, hä? Ne, wir researchen erstmal einiges, um ein wenig auch ein bisschen vom. Aber wir haben schon wieder 2,8 Millionen, 3 Millionen. Normalisiert sich, ist kein Problem. Jetzt kann ich mir nämlich das auch leisten mit der Engine. Die ganze Engine rein kann, alles, was ich hier entwickelt habe, rein kann. Und ja, genau. Oh, was habe ich da jetzt entwickelt, was jetzt nicht? Ist egal. Das nehmen wir in die nächste Engine rein. Wir nehmen die Game Engine 4. Gehen in das Smallboot. Ist so heiß. Ja, komm. Hat 4,2 Millionen eingebracht. 26.000 Fans. 93.000. Ja, wird immer mehr. Wir sind aber immer noch nicht in den Top 100. Game Engine 4 ist komplett. Wir nehmen noch eine Sequel, weil das Racing Simulation des Sequel war relativ sehr gut. Blau und Strategie. Nennen wir es Law Order. Ja, für die PC, die neue Game Engine, nehmen die V3. Strategisch, Mission, Story, Cutscenes, Videoplayback mit Maus, Gamepad, Charakter Procession, was ist, weiß ich jetzt gar nicht, was das ist, aber ich nehme es mit rein. Da kommt sogar von selber ein Hype. Nicht ganz gut, ich unterstütze das aber. Dialoge so ein bisschen. Easter Eggs auf jeden Fall. Sound. Weltdesign so, ja. Strategisch. Das ist ein bisschen ausgeglichen. Auf jeden Fall. Wir hauen noch mal eine Runde Marketing raus. Genau. Und ich würde sagen, da warten wir noch die Bewertung ab und dann bin ich mal gespannt, ob ich diesmal einen super Hype geschafft habe. Ein Sequel. 177. Oh Mann, das ist so. Relesen kommen.
Eine. Ach, eine 7. Night Experience. Eine nette Erfahrung. Ach, gutes Game. Eine 7. Och, naja. Also eine 6,9 ungefähr. Okay. Eine Million haben sie jetzt abgebucht von unserem. Ja, ist egal. Wir machen ein neues Spiel mit dem neuen Topic. Ein Transport. Nee. Ich sehe gerade, wir sind am Ende und ich sage, wir machen in der nächsten Folge ein neues Spiel. Und ich sage, tschüss, auf Wiedersehen. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben und viel Spaß noch. Hier ist Baby Ash.